ich das Buch. Ich pack mein Leben nicht. Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Weekly Reading Vlog von mir. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Es ist jetzt Montag, der 26. April. Es ist gerade kurz nach 16:30 Uhr. Ich habe also gerade meinen Frühdienst beendet. Und ja, wie ihr schon seht, mich blendet die Sonne. Es ist ein klarer, sonniger Tag, wolkenlos, wunderschön blau in blau draußen. Das hebt natürlich die Laune und weil ich gerade Dienst aus habe, bin ich auch gerade ziemlich gut drauf. Ja. Was steht in dieser Woche so an? Ich muss euch gestehen, dass ich für die Woche wirklich sehr, sehr wenige Pläne gemacht habe. Dann möchte ich auf jeden Fall meine ganzen Currently Readings noch in diesem Monat beenden. Das ist utopisch, aber ja, es ist wollen, nicht müssen. Auf jeden Fall möchte ich zwei der Bücher noch beenden. Und zwar ist das eine, Ein Fluch so ewig und kalt. Da bin ich circa bei der Hälfte und das liest sich wahnsinnig gut und schnell. Das ist so ein richtig tolles Buch. Und wenn es so weitergeht, könnte es sogar ein Jahreshighlight von mir werden. Also ich bin wirklich mega begeistert bisher. Und das Lied der Nacht, da bin ich ja auch ein bisschen weniger als über die Hälfte. Also diese beiden Bücher würde ich sehr gerne noch in diesem Monat beenden und in dem Lesemonat April unterbringen können. Ein bisschen traurig bin ich wegen Don't Leave Me, das werde ich sicher nicht mehr schaffen. Also sag niemals nie, aber es ist unrealistisch, denn es ist am Freitag dann der letzte und Samstag ist der 1. Mai schon. Deswegen sind jetzt mit heute eingerechnet nur noch 5 Tage des Monats und ich glaube nicht, dass ich in 5 Tagen schaffe, 3 Bücher noch zu beenden, obwohl alle angelesen sind. Dennoch, weil bei Don't Leave Me bin ich in den ersten, ich glaube, 50 Seiten oder 80 Seiten habe ich erst gelesen. Also ja, ich bin wirklich noch in der ersten, im ersten Drittel oder gar ersten Viertel des Buchs. Es liest sich zwar schnell und flüssig, aber dennoch, dadurch, dass die anderen beiden beendet gehören, ja, es nervt mich ein bisschen, denn Don't Leave Me wollte ich ja eigentlich schon im März beenden, also die Don't-Reihe, habe sie jetzt noch mit in den April genommen und habe Don't Hate Me ja in diesem Monat gelesen und beendet. Und ja, wollte eigentlich Don't Leave Me auch beenden, dass ich diese Reihe jetzt Anfang des Jahres endlich abgeschlossen habe. Aber ja, es kommt immer alles anders als geplant oder als man denkt. Deswegen schauen wir mal. Ihr werdet es in diesem Vlog auf jeden Fall sehen, ob ich schaffe, das Buch zu beenden oder ob ich es dann eben noch mitnehmen in den Mai und den ersten Mai-Tagen dann beenden werde, um die Trilogie vollständig gelesen zu haben. Wir werden es sehen. Ansonsten eben viel lesen und Videos drehen. Ob ich unter der Woche Videos drehe, weiß ich nicht. Am Wochenende werde ich auf jeden Fall die beliebtesten und Videos machen, die mir am meisten Spaß machen. Das ist das Neuerscheinungsvideo für den Monat Mai. Da freue ich mich mega drauf. Dann der Lesemonat natürlich und die Neuzugänge. Also die 3 Videos werden dann am Wochenende abgedreht. Beziehungsweise werde ich vielleicht das Neuerscheinungsvideo sogar schon unter der Woche abdrehen, dass es dann pünktlichst am 1. Mai auch von mir hochgeladen werden kann. Oder ich drehe es am 1. Mai und werde es direkt danach schneiden und hochladen, was wahrscheinlich eher so wird, weil unter der Woche komme ich einfach nicht zum Drehen. Vor allem nicht von so einem langen Videoformat, weil das ist eigentlich das, was immer am längsten wird, weil es gibt einfach so viele tolle Neuerscheinungen und ich will da keinen unterschlagen und mache die Videos lieber länger und informativ und abwechslungsreich, aber dass halt nicht nur 5 Bücher drin vorkommen, sondern wirklich alle Bücher, die irgendwie interessant klingen, die in dem Monat Mai dann erscheinen. Ich quatsche schon wieder viel zu viel drumherum. Wie gesagt, ansonsten ist diese Woche relativ planlos. Ich habe auch nichts fürs nächste Wochenende geplant, bis auf Lesen und Malen, das Typische. Ob oder was wir unternehmen und, kommt dann also sehr, sehr spontan. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal Wäsche aufhängen und wenn das erledigt ist, dann werde ich nachschauen, ob noch genug zum Kochen da ist und wenn nicht, geht es zum Einkaufen. Ich melde mich dann später wieder bei euch. Bis dann. Tschüss. Hallo Leute, heute ist schon der Dienstag. Ich habe gestern eigentlich nichts oder ganz wenig nur aufgenommen. Sorry. Ich habe gestern nur noch ein Kapitel gelesen in Ein Fluch so ewig und kalt, weil ich den ganzen Abend die restliche Serie Shadow and Bone, also zur Grisha-Buchreihe, die Serie, zu Ende geschaut habe, die letzten 2 Folgen und dann war es schon spät, wie gesagt, ein Kapitel noch und dann habe ich geschlafen. Zu der Serie, jetzt wo ich sie komplett gesehen habe, die erste Staffel, meine Meinung, es war wirklich gut gemacht, weil solche Serien sind oft
billig, vor allem diese Magie- und Kampfeffekte, war voll im Rahmen okay gemacht. Ich mochte die verschiedenen Erzählstränge sehr, dass es abwechslungsreich war, so wurde es nie langweilig. Die Charaktere fand ich ganz gut. Ich habe die Bücher ja nicht gelesen, deswegen kann ich euch hier jetzt nur mein Fazit zu der Serie sagen, ohne den Buchvergleich. Aber ich muss sagen, dass die Serie mich wirklich angeregt hat, die Bücher doch zu lesen, was ich auch vorhatte im Februar, aber ignorieren wir das. Ja, weil es wirklich interessante Erzählstränge hatte, interessante Ideen. Sehr viel war für mich sehr vorhersehbar. Also ich habe einiges vorhergesehen und es kam dann auch wirklich genau so, wie ich es mir gedacht habe. Aber das tut der Serie und den Spaß dran nicht wirklich einen Abbruch. Also irgendwas überrascht oder schockiert hat mich dann nichts. Aber trotzdem macht es Spaß zu schauen. Und mein allerliebster Erzählstrang war der, der leider am wenigsten vorkam, aber das war total meins. Die Hexe mit dem Hexenjäger, die sich am Anfang eben als Todfeinde hassen und dann aufgrund von mehreren Dingen dennoch trotz allem näher kommen. Und ja, das Ende hat mein Herz zerstört. Ja, ich mochte da nämlich die beiden Schauspieler auch total und die Charaktere und das machte einfach total Spaß. Aber auch die anderen Erzählstränge waren wirklich interessant. Der dunkle... klamottenmäßig war das on point, echt die geilsten Kostüme, obwohl er eigentlich fast immer das gleiche anhatte, aber das sah echt gut aus. Aber er als Typ war irgendwie, ich meine, er soll ja hunderte von Jahre alt sein. Aber wie alt soll Alina sein? Ich weiß es nicht. Anfang 20 und er ist, keine Ahnung, 35. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen jünger aussieht. Andererseits, wie gesagt, er ist ja eigentlich unsterblich und 100 Jahre alt. Also, who cares? Auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Serientipp von mir, macht Spaß. Und ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich wirklich mal ein Serienformat machen soll auf meinem Kanal. Allerdings durchs Lesen komme ich nicht so viel zum Serienschauen und schaffe vielleicht 1 bis 2 Serien im Monat. Aber da ich Serien trotz dessen über alles liebe und auch Dokus und so weiter, habe ich mir gedacht, dass ich irgendein Format in der Reihe starten werde. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das dann aussehen wird, auf welchen Zeitraum ich mich beziehe und so weiter. Aber ja, das ist so meine Idee, dass ich da wirklich auch mal ein Serienformat mache. Filme nicht, so Filme schaue ich fast gar nicht mehr, aber Serien liebe ich sehr, sehr, sehr und würde viel öfter Serien schauen, wenn ich nicht jetzt mich wirklich aufs Lesen fokussieren würde, weil ich das Lesen halt momentan ein Stück weit noch mehr liebe als das Serien schauen, aber ich liebe eben beides und ja, ich quatsch gerade drum rum. Es ist jetzt noch recht früh, 7.48 Uhr und um 9 Uhr habe ich Arbeit. Also ich habe die ganze Woche bis auf Freitag eine Stunde später Dienst, statt um 8 um 9, also von 9 bis 17.30 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt noch Zeit, mir in Ruhe ein Frühstück zu machen und zu frühstücken, bevor ich arbeiten muss. Lesen werde ich allerdings vor der Arbeit jetzt nicht, denke ich mal. Da, wie gesagt, frühstücke ich lieber, schaue mir irgendwas nebenbei an und starte gemütlich in den Tag rein. Aber da ich jetzt die Shadow and Bone Serie gestern beendet habe, bin ich frohen Mutes, dass ich dann am Abend nur noch lese. Ich würde das Buch heute gern beenden, auch wenn es wirklich utopisch ist für einen Arbeitstag. Ich bin auf Seite, wo bin ich denn eigentlich jetzt? 295, also knapp 300 Seiten. Und das Buch hat, ja, es hat halt einiges an Seiten, weil es hat so dünne Seiten. Es hat 550. Das heißt, ich müsste 250 Seiten heute lesen, das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Aber ja, ich will möglichst weit kommen. Wir waren auch gestern noch einkaufen, deswegen habe ich auch nichts drauf gesprochen. Gestern war ziemlich chaotisch. Wir waren dann noch einkaufen und haben gleich für heute die Sachen gekauft. Und heute mache ich dann später einen Flammkuchen mit Lachs, mal wieder Flammkuchen, weil es geht einfach so einfach und schnell, ist lecker und fühlt lang und ist auch nicht allzu teuer. Ich meine, der Lachs, aber ansonsten. Und ja, ich werde einen Flammkuchen machen, kurz und bündig. Deswegen muss ich nicht einkaufen nach der Arbeit und der Flammkuchen macht sich sehr schnell und von selbst im Ofen. Deswegen werde ich sehr viel Zeit zum Lesen haben
und will die heute auch nutzen. Es sind jetzt noch 4 Tage in diesem Monat und dieses Buch muss auf jeden Fall geschafft werden. Also das ist mein Minimum, was ich schaffen will noch im April und eigentlich auch das Lied der Nacht. Also 2 Bücher will ich eigentlich noch schaffen, weil ich sehr viel parallel gelesen habe in dem Monat. Liegen jetzt halbfertige Bücher da. Das heißt aber auch, wenn ich die dann brav weiterlese, werde ich im Mai einen größeren Lesemonat haben. Denke ich mal. Ich denke es und hoffe es mal. Aber ja, im April will ich trotzdem noch. Ja, also mindestens dieses Buch will ich noch schaffen, weil es liest sich so, so schnell und einfach. Und es ist wirklich so toll, das Buch. Und das Lied der Nacht eben ist zwar ein komplizierter, komplexer Schreibstil, liest sich aber dennoch flüssig und schnell, was faszinierend ist an diesem Buch. Und ja, ich will diese beiden eigentlich noch schaffen. In 4 Tagen sollte es zu schaffen sein, wenn ich jetzt beim Lesen jeden Tag dranbleib und mich nicht von Serien, Filmen oder anderen Sachen ablenken lass, damit ich im Lesemonat noch 1 bis 2 Bücher mehr drin habe. Und ich nehme schon wieder viel zu lang auf. Ich würde mal sagen, ich melde mich dann nach der Arbeit bei euch wieder. Hallo ihr Lieben, es ist jetzt schon nach 21 Uhr, ich glaube 21.15 Uhr und ich habe jetzt den ganzen Abend und, also Nachmittag und Abend, seitdem ich Dienst aus hatte um 17.30 Uhr, mit einer Freundin telefoniert. Das war mal wieder überfällig, also wenn man sich schon mit niemandem treffen darf und so, wenigstens über Telefon ein bisschen länger Social Contact und ja, es war echt witzig und hat mal wieder richtig gut getan, nach langem, lange mit jemandem zu sprechen, mit einer Freundin. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt nach 21.15 Uhr und ich werde jetzt runtergehen und nur noch lesen. Und ich hoffe, ich komme heute wirklich, wirklich weit in einen Fluch so ewig und kalt, weil es ist heute schon der Dienstag und Freitag ist der letzte des Monats. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich noch 2 Bücher beenden. Ja, ich will es mir nicht zu sehr als Ziel setzen, weil wenn ich es dann nicht schaffe, bin ich wieder von mir selbst enttäuscht, obwohl Lesen ist ein Hobby und soll Spaß machen. Und ja, aber im Endeffekt, ich will den Rest des Abends lesen und ich werde euch dann auf jeden Fall, denke ich mal, noch drauf sprechen und ein Update geben, wie viel ich geschafft habe und wie ich das Buch weiter finde. Bis jetzt finde ich es ja mega. Hallo ihr Lieben, heute ist schon der Mittwoch ich habe mich gestern am Abend mal wieder nicht gemeldet. Ich weiß, ich war sehr müde, ich habe aber weitergelesen. Ich schaue euch mal nach, bis wann. So, ich habe gelesen bis Seite 340, also ich habe so circa 50 Seiten gelesen. Ich war wirklich sehr, sehr müde und es war schon spät, deswegen bin ich eigentlich happy über die 50 Seiten. Und ja, es ist wirklich einfach mega gut, das Buch. Ich kann euch gar nichts anderes dazu sagen. Es ist durchweg interessant, es ist durchweg spannend. Ich liebe Kommandant Gray noch immer am meisten und ich finde Harper ist eine ganz, ganz tolle, taffe Protagonistin. Ich finde, sie nimmt sich sogar fast zu viel raus manchmal. Aber ja, das gefällt mir und Ren mag ich zwar immer mehr, aber nach wie vor ist Gray mein Bookboyfriend hier. Und ja, ich bin echt gespannt aufs Weiterlesen. Ich habe heute ab 9 Uhr Dienst und ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt lesen soll oder nicht. Es ist jetzt nämlich kurz vor 8, das heißt, ich hätte halt jetzt noch so eine, ja, bis ich mich, ich muss dann alles einschalten und so weiter, aber so eine halbe, dreiviertel Stunde hätte ich eigentlich Lesezeit jetzt. Aber ja, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil dann bin ich wieder so im Buch drin und muss aufhören. Ich werde mir erstmal Frühstück machen und dann sehe ich, wie viel Zeit ich nach dem Frühstück noch habe, ob sich dann Lesen noch rentiert oder nicht und danach werde ich dann gehen. Und wenn ich noch lese, dann spreche ich euch drauf, wenn nicht, dann melde ich mich dann erst wieder nach der Arbeit. Im Hörbuch, was ich höre, The Loop, komme ich momentan überhaupt nicht voran. Ich habe die letzten 2 Tage nur Musik gehört beim Rausgehen und nicht Hörbuch gehört. Jetzt gerade habe ich ein bisschen weiter gehört wieder, wie ich mit dem Hund draußen war. Und es ist auch durchweg actionreich und spannend, aber irgendwie typisch, diese Jugendthriller trifft meine Gedanken dann wieder ab. Und ja, ich werde es auf jeden Fall zu Ende hören. Das habe ich mir jetzt selber schon gedacht, ja, weil ich habe gedacht, soll ich abbrechen? Nein, ich werde es zu Ende hören, weil es ist ein Hörbuch und selbst wenn man ab und zu abdriftet, die Grundhand bekommt man ja mit. Aber ja, aber es ist auf keinen Fall schlecht. Es liegt nur an mir, dass ich da immer abdrifte bei solcher Art von Geschichten.
Und ja, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Wie gesagt, ich habe gestern sehr lange telefoniert mit einer Freundin und dann eben ein bisschen gelesen und noch mit meinem Freund gesprochen am Abend und dann war schon Schlafenszeit. Ich war so müde und ich bin auch jetzt so richtig todmüde, obwohl es ist wunderschön, wolkenlos blauer Himmel, Sonnenschein und warm draußen. Aber irgendwie bin ich richtig K.O. Ich habe wirklich nichts zu erzählen momentan. Es ist echt schlimm. Normalerweise fallen mir 100 Themen ein. Noch was. Zu meinen Bestellungen bei den Büchern könnte ich mich wieder ein bisschen aufregen, aber ich lasse sie jetzt drinnen. Die kommen sie halt erst im Mai, weil die ganzen Bücher jetzt ja erscheinen in den letzten Apriltagen. Und was aber interessant ist, bei dem Buch Gemma, sei glücklich oder stirb, steht, dass sie in der Filiale bei uns in Österreich schon überall vorliegen, innerhalb von 48 Stunden lieferbar sind. Das steht aber schon seit einer Woche. Also seit einer Woche hätte ich eine Filialbestellung machen können und mir das Buch direkt holen können, aber geliefert wird es mir noch immer nicht. Das kommt dann wohl erst zum Erscheinungsdatum. Ist zwar nicht schlimm, weil mein Want-to-Read-Stapel hier explodiert, aber dennoch finde ich es halt sehr strange. Und das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich mich freue, wenn die Geschäfte wieder offen haben, dass man wirklich die Bücher direkt schnell kaufen gehen kann. Ich bin eh keine, was stundenlang herumshoppt. Ich weiß schon vorher, okay, die Bücher brauche ich. Ich gehe gleich dahin, wo die Bücher sind, die mich interessieren, also Jugendbuch und New Adult Abteilung, und schlender da gar nicht viel alles herum, schnapp die Bücher, kauf die und gehe wieder. Das dauert vielleicht 10-15 Minuten, was ich in der Buchhandlung dann bin. Natürlich shoppe ich auch gern herum und schaue mir an, welche Bücher es so gibt, aber wegen Corona mache ich das zurzeit nicht, das mache ich einfach online, solche Sachen, dass ich einfach durchstöber. Und wenn ich in die Buchhandlung gehe, weiß ich schon, okay, in die und die Abteilung gehe ich, die und die Bücher gibt es, okay, die nehme ich mit, die habe ich schon eingeplant, dass ich die kaufe. Und ja, es ist halt angenehmer als das Bestellen, wenn die Bestellungen einfach viel später erst ankommen. Aber ja, sei es drum, ich will jetzt nicht meckern auf hohem Niveau. Ich bin froh, dass die halbe Bestellung ja schon angekommen ist und die restlichen Bücher kommen dann halt Anfang Mai an. Gut, wie gesagt, viel mehr kann ich heute gar nicht erzählen. Ihr merkt sicher, dass ich auch richtig müde bin. Ich werde mir jetzt Frühstück machen. Mein Tee, hier habe ich ja schon meinen Chai-Tee. Und werde mich entweder nachher vor der Arbeit nochmal melden oder nach so der Leute, Arbeit. Es ist jetzt 18:30 und ich habe eine Mission. Und zwar dieses Buch beenden. Ich werde es heute sicher nicht beenden, aber ich werde heute versuchen, möglichst viel zu lesen und weit zu kommen, weil ich will das Buch im April noch beenden und noch das Lied der Nacht auch im April beenden. Und das sind mit heute jetzt noch 3 Tage. Es ist also schwierig, aber machbar, weil da bin ich über der Hälfte jetzt. Ich glaube, es sind noch 150 Seiten. Circa 200 Seiten sind es noch, ein bisschen weniger. Und ja, mal schauen, wie weit ich heute komme. Ich bin echt gespannt, weil das Buch ist durchweg spannend und gut. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Also es könnte wirklich ein Highlight werden, wenn es so weitergeht. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Donnerstag und ich habe gestern den ganzen Abend noch gelesen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe das Buch nicht ganz beendet. Ich bin auf den letzten 40 Seiten. Es ist unglaublich gut und unglaublich spannend, was da alles passiert. Es ist ein Wahnsinn. Und ich habe durchgehend gelesen und ich musste dann aufhören. Es war dann 23.15 Uhr. Also schon viel zu spät. Mein Freund muss ja sehr früh auf. Und ja, ich musste dann aufhören und schlafen gehen. Also ich hätte rausgehen können, fertig lesen, aber ich war selber schon so müde und musste ja auch früh auf. Und ja, ich werde jetzt das Buch beenden. Ich frühstücke jetzt nicht. Ich war so schnell wie möglich mit dem Hund draußen, habe mir jetzt nur schnell so einen Chai Latte gemacht und trinke den jetzt nebenbei und werde die letzten 40 Seiten jetzt lesen und erst danach frühstücken. Es ist jetzt 7.30 Uhr und um 9 Uhr muss ich arbeiten. Das heißt, ich habe 1,5 Stunden Zeit. Das heißt, sollte sich locker ausgehen, dass ich das Buch jetzt beenden kann, bevor ich arbeiten muss. Drückt mir die Daumen, weil ich will wissen, wie das Ganze hier weitergeht und vor allem, wie das Ganze hier ausgeht. Oh mein Gott. Ich habe das Buch jetzt beendet und dieses Buch ist wirklich so gut. So gut. Ich kann es euch allen nur empfehlen. Ich finde, das ist auch eine perfekte Empfehlung für Fantasy-Einsteiger. Das Buch ist natürlich leicht märchenhaft, weil es
im weitesten Sinne. Ein Die Schöne und das Beast Retailing ist aber wirklich im weitesten Sinne. Es ist magisch, es ist fantasiereich, es lebt von den Charakteren. Vor allem in Grey habe ich mich verliebt, ich liebe ihn wirklich. Das Ende ist offen, ich bin gespannt auf Band 2, weil ich denke, dass man da dann mehr aus Greys Sicht lesen wird. Und er ist wirklich mein Liebling hier. Ich mochte aber Ren auch sehr. Ich mochte die Protagonistin Harper so extrem. Ich finde, am Schluss war sie schon etwas zu tough und hat sich teilweise zu sehr aus dem Fenster gelegt. Aber ja, das passt zu dem Charakter und ich mochte sie so, so gerne. Endlich mal eine Protagonistin, mit der ich mich identifizieren konnte in sehr vielen Szenen, die ich verstanden habe, die ich nachvollziehen konnte. Und ja, lest wirklich dieses Buch. Es ist ein absolutes Highlight, das kann ich jetzt schon sagen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Band 2 und 3 ja alle in diesem Jahr noch erscheinen, dass man nicht lange warten muss. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, hinten ist eine Werbung für Band 2 drin. Und da steht, der würde im Oktober erst erscheinen. Wenn man auf Amazon geht, sieht man, dass Band 2 dann im Juni schon erscheint und Band 3 im August. Die dürften das gedruckt haben und dann die Termine vorverlegt haben, denke ich mal. Also ich hoffe es mal, dass die Amazon-Termine stimmen, weil dann würde der zweite jetzt dann schon im Juni erscheinen und man müsste nicht lange warten, um den zweiten weiterzulesen, weil das Ende hier, es war ursprünglich als Einzelband gedacht, dieses Buch, wobei am Ende der Epilog ist offen. Ich weiß nicht, ob der hinzugefügt wurde oder so, aber ja, ich bin froh, dass es weitergeht, weil ich denke, dass ich eine von denen bin, die die weitere Handlung interessant finden und mögen werden. Aber viele Leute, die es auf Englisch gelesen haben, meinten, dass Band 2 und vor allem Band 3 schlechter werden. Deswegen bin ich zwiegespalten, aber man könnte so viel draus machen. Und ich bin echt gespannt und wie gesagt, in die Charaktere habe ich mich verliebt, in Setting habe ich mich verliebt. Und was dieses Buch auch hat, es hat einen Spannungsbogen, der geht so. Der geht so, Leute, der geht nicht so hin und her, der geht immer weiter nach oben, nonstop, von Anfang bis Ende. Es ist durchweg spannend, es ist durchweg interessant. Ich kann nur schwärmen, ihr merkt's, ich find's so, so genial. Und ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bevor ich arbeiten muss. Perfektes Timing, denn ich mache mir jetzt noch ein Frühstück, kann in Ruhe frühstücken und dann arbeiten und bin mit diesem Schätzchen hier in den Tag gestartet und ja, ich bin einfach wirklich happy und glücklich und dass das Buch mich so begeistern kann, das hätte ich gar nicht gedacht, ja. Weil solche Märchen-Retailings, da habe ich schon ein paar komische auch gelesen, aber das hier wirklich, lest dieses Buch, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, gebt ihm eine Chance, es verdient es. Es ist wirklich grandios und man fliegt nur so durch die Seiten. Das sind 550 Seiten. Ich habe das Buch am Wochenende beendet und jetzt am Donnerstagmorgen, am Wochenende begonnen und jetzt am Donnerstagmorgen beendet. Und ich habe aber 2 Tage gar nicht gelesen. Also ich habe ja vorgestern gar nicht gelesen und vorvorgestern nur ein Kapitel, das zählt ja jetzt nicht wirklich. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich in 2 Tagen diese 550 Seiten schon durchinhaliert. So gut ist es. Also ja, es ist wirklich grandios. Ihr merkt, wie sehr ich es liebe. Es wird definitiv ein Jahreshighlight und vor allem die Charaktere haben mich überzeugt, aber auch die Welt. Und ja, ich werde jetzt mal Frühstück machen. Hallo ihr Lieben, es ist jetzt schon relativ spät, 18.45 Uhr, also kurz vor 7. Ich hatte bis 17.30 Uhr Dienst, dann war ich noch Kleinigkeiten einkaufen für morgen, fürs Frühstück und so weiter. Und morgen habe ich ja dann Frühdienst ab 8 Uhr bis 16.30 Uhr und dann heißt schnell einkaufen gehen, weil am Samstag ist ja ein Feiertag und da drehen die Leute den Tag vorher immer durch. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Auf jeden Fall habe ich bis auf in der Früh eben ein Fluch so ewig und kalt noch nichts jetzt gelesen am Nachmittagabend. Und jetzt lohnt es sich nicht, weil der Hund gleich raus muss. Und danach werde ich aber dann in Das Lied der Nacht weiterlesen. Und ich hoffe, ich komme so schnell voran, dass ich das Buch spätestens morgen beende, dass ich es noch mit im Lesemonat habe für den April. Das heißt, auch heute will ich keine vielen Ablenkungen haben, sondern dann ab spätestens 7:30, 8:30 anfangen zu lesen bis zum Schlafen gehen.
weil das Buch hat ja nicht so viele Seiten. Es hat nur 360 Seiten und ich bin bei der Hälfte circa. Also es sind noch circa 100, 150 Seiten. Das sollte doch in 2 Tagen zu schaffen sein, wenn ich wirklich den ganzen Abend lese. Aber ja, mein oberstes Goal habe ich ja heute schon erreicht, dass ich Ein Fluch so ewig und kalt beende, zum Glück. Und ja, wenn ich das Lied der Nacht auch noch schaffe, dann bin ich echt happy. Kelly, da ist nichts drin. ja, Hund bin ich schon raus. Man hört schon. Und ja, ich werde mich dann melden, wenn ich dann zum Lesen anfange. Leute, the struggle is real. Ich müsste das Buch jetzt lesen, müsste unter Anführungszeichen, damit ich noch ein Buch schaffe im April, weil wenn ich da heute wirklich stundenlang dran lese und morgen sollte ich es schaffen, ich habe aber Lust auf New Adult. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich trotzdem zwingen soll, das Buch zu lesen oder nicht. Ich werde es jetzt mal versuchen und wenn ich gar nicht reinkomme, dann scheiße ich drauf und lese ein New Adult Buch weiter. Ich tendiere sehr zu One Last Dance, weil der dritte Teil ja jetzt die letzten Tage rausgekommen ist und dann wäre ich da up to date und könnte den dritten dann auch lesen, den letzten. Aber ja, ich wollte eigentlich unbedingt den Lesemonat April noch ein Buch schaffen und das wäre dann am ersten dieses, weil bei dem bin ich am weitesten. Deswegen probiere ich es jetzt da mal. Guten Morgen. Heute regnet und ist nass und kalt und schier und ich habe jetzt mein Hörbuch gewechselt. Ich will den Loop zwar nicht abbrechen, aber irgendwie driften da dauernd meine Gedanken ab und heute kam Something Pure von Kylie Scott raus und ich werde jetzt erstmal das hören. Die Leserin ist nicht gerade eine meiner Liebsten, die redet so ein bisschen, ja, wie sagt man das, ist ein bisschen hochnäsig von der Formulierung her, ich nenne es mal so, aber ja, dadurch, dass New Adult ist, trifft meine Gedanken dann nicht so ab wie bei The Loop, weil ich höre das und kriege überhaupt nicht mit, was gesprochen wird. Ich will es eigentlich schon zu Ende hören, weil ich bin über die Hälfte, aber vielleicht höre ich Something Pure als erstes und dann wechsle ich wieder zu The Loop, mal sehen, wie mich da, ob ich da die Lust drauf dann wieder habe. Wie gesagt, wenn man nur die Hälfte mitbekommt, egal wie man sich versucht darauf zu konzentrieren, dann bringt das Hörbuch dann auch nichts. Bei manchen passiert das, bei anderen überhaupt nicht, aber bei manchen habe ich das leider. Und ja, ich bin noch sehr müde. Wir waren heute sehr früh auf. Heute kommen bei uns die, wie heißen die? Ich bin noch echt müde. Die Rauchfangkehrer, die müssen in der Wohnung irgendwas kontrollieren. Und ich muss jetzt dann gleich arbeiten. Um 8 fange ich heute an, was aber gut ist, weil dann habe ich früher aus, weil ja, der Wocheneinkauf muss gemacht werden, weil morgen dann Feiertag ist am Samstag. Also ja, werde ich mich wahrscheinlich dann erst nach dem Einkauf melden. Nach der Arbeit, nach dem Einkauf. So Leute, das heilige Wochenende ist da, Gott sei Dank. Und Wocheneinkauf ist auch schon vorbei, weil morgen ist ja Feiertag und da drehen die Leute immer durch und kaufen alles weg und es ist bummvoll. Naja, auf jeden Fall alles erledigt und ich werde heute lesen. Weil ich würde eigentlich gern das Buch heute beenden, dass es noch zum Lesemonat April dazu zählt. Ich könnte es auch morgen früh beenden und noch dazu zählen, aber das wäre irgendwie faken. Und deswegen will ich, dass es sich auf jeden Fall heute noch ausgeht, weil es liest sich eh flüssig weg und ich bin jetzt wirklich genau bei der Hälfte angelangt. Auf Seite 188. Und ja, mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe ja total Lust auf New Adult, aber ich will das Buch hier eigentlich eben noch schaffen, dass es zum Lesemonat April zählt. Deswegen zwinge ich mich jetzt, das zu lesen. So, ich bin auf Seite 217 und dieses Buch ist nach wie vor so speziell geschrieben. Also der Schreibstil ist wirklich sehr interessant. Es sind auch teilweise die Wortanordnungen absichtlich so gewählt, dass es dramatischer wirkt. Das Ganze ist wirklich geschrieben wie eine Art Drama, Theaterstück und in mehreren Akten und sehr viele Szenenwechsel und ja, es ist einfach wirklich ganz speziell und interessant gemacht und man fliegt zum Glück durch die Seiten und ja, ich hoffe, ich schaffe das Buch heute. Ich werde jetzt mal mit dem Hund rausgehen, die Abendrunde und danach versuchen, möglichst schnell viel weiterzulesen, dass ich danach vielleicht zu einem New Adult Buch greifen kann.
Aber ja, es sind jetzt noch, ich bin wie gesagt auf Seite 217 und ja, circa 150 Seiten sind das jetzt noch hier. Also ich werde schon noch relativ lang dran lesen. Aber mal schauen, ob es heute was wird, das zu beenden. Ich bin echt gespannt drauf, weil mich lenkt auch Handy und Co. wieder mal ab, weil ich bin auch ziemlich müde. Aber interessieren tut es mich ja schon. Es wird kein Highlight werden, obwohl es so speziell ist. Oder gerade deswegen. Momentan tendiere ich zu 4 Sterne. Ich bin aber gespannt, wie es weitergeht und auch ausgeht, weil das hier sich wie eine sehr, sehr lange Einleitung bisher liest, obwohl ich ja schon über 200 Seiten gelesen habe. Trotzdem noch. Man lernt erstmal diese Welt und die Charaktere kennen. Und die Bedrohung, sage ich mal, die hier vorkommt, ist auch ziemlich speziell. Und auch die lernen wir langsam, aber sicher erstmal kennen. Und ja, ich werde euch dann nachher drauf sprechen, wie es mir weiter gefällt. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist schon der Samstag. Und heute ist der 1. Mai, also Anfang des neuen Monats. Und heute ist Staatsfeiertag, also alle Geschäften zu, also auch Supermärkte. Deswegen heute keine Einkäufe, sonstiges zu tun, wurde ja alles gestern von mir erledigt, von uns. Und ja, ich bin noch ziemlich müde, weil ich hatte eine ziemliche Horrornacht. Mein Freund hat gestern sehr lange noch gezockt, was nicht so das Ding wäre, wenn der Fernseher und die Playstation nicht im Raum wären, wo unser Bett steht. Dann habe ich mich raus auf die Couch gelegt. Da wird aber mein Nacken steif, nach ein paar Stunden bin ich wieder rein und es war einfach nur schlimm, ich bin also ziemlich müde. Ich werde mir jetzt gleich dann einen Energy Drink nehmen, weil heute ist nicht nur Anfang des neuen Monats und Samstag, heute ist Videodrehtag. Und ja, ich bin richtig happy, dass ich heute wieder Videos drehe und auch noch meine liebsten Videos im Monat. Heute drehe ich das Neuerscheinungsvideo, das Neuzugängevideo und den Lesemonat ab, also die drei Videos werde ich heute abdrehen. Und ja, dann noch, das nervt so extrem da, ich brauche eigentlich ein gescheites Tischstativ, weil ich benutze immer ein Glas als Stativ, was eigentlich ganz gut funktioniert, aber manchmal auch nicht so. Und ja, ich werde jetzt eigentlich losstarten. Ich war ja gerade schon mit dem Hund draußen und habe gefrühstückt, weil ich nie wieder hungrig Videos drehe. Auf jeden Fall. Oh, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen groggy im Kopf. Auf jeden Fall freue ich mich richtig arg aufs Videos drehen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich hoffe, mein Hals hält durch. Ich werde, wie gesagt, nebenbei einen Energy Drink trinken. Und dann geht's auch gleich los. Ich muss mir dann noch zusammenschreiben, weil ich habe bei einem Lesemonat, glaube ich, einmal ein Hörbuch vergessen. Und ja, ich schreibe mir das jetzt alles dann in der Liste noch schnell auf, dass ich ja nichts vergesse. Die Neuerscheinungen habe ich schon aufgeschrieben in einer Liste. Das sind wieder mega viele. Oh mein Gott, da reden wir nicht drüber. Ach so, ja. Ich habe an meinem Vorhaben gestern kläglich gescheitert, das Lied der Nacht zu beenden. Ich bin über die 200 Seiten. Ich glaube bei 250 Seiten circa. Auf jeden Fall so knapp 100 Seiten fehlen mir noch. Deswegen kann ich das Buch leider nicht mehr zum Lesemonat April dazu zählen, was mich echt wurmt, weil dann hätte ich gestern gleich New Adult lesen können, weil ich da mehr Lust drauf hatte und habe. Ich werde hoffentlich heute schaffen, das Buch zu beenden, weil es wirklich sehr gut ist. Also das Buch ist wirklich, wirklich gut, interessant. Es lebt von diesem speziellen Schreibstil, aber ja, ich habe einfach die Lust auf Fantasy momentan nicht so extrem oder auf diese Art von High Fantasy zumindest, aber ich will es jetzt auf jeden Fall durchziehen, bevor ich ein anderes Buch zur Hand nehme. Und ja, Don't Leave Me will gelesen werden und Meeresglühen habe ich ja auch schon begonnen, also die drei Bücher, jetzt bin ich parallel, das heißt, ich will auf jeden Fall das Lied der Nacht beenden, falls ich ein neues Buch starte, dass ich nicht mehr als drei angefangene Bücher habe. Und wie heißt es? Herr Wischodag, das ignorieren wir jetzt bitte. Das, glaube ich, bleibt noch etwas länger am Stapel der Schande. Das ist ja auch High Fantasy. Auf jeden Fall, ja, ich bin kläglich gescheitert mal wieder. Nervt mich, ich nehme immer zu viel vor.
was ich dann nicht schaffe, aus den verschiedensten Gründen. Mein Gott, mich nervt, dass man den Tisch hier so sieht. Aus den verschiedensten Gründen. Und ja, aber es ist nun mal so, und ich lüge euch hier nicht an, habe ich halt nicht so viel im Lesemonat geschafft. Ich bin froh, dass ich was geschafft habe. Das Wichtigste ist sowieso, überhaupt was zu schaffen, wenn man 40 Stunden arbeitet und auch noch andere Hobbys und ein Privatleben hat, dann, ja, dann schafft man einfach nicht so viel. Mit den Hörbüchern war es auch recht mager diesen Monat, weil ich habe The Loop nur zur Hälfte gehört und dann bin ich umgestiegen. Momentan höre ich ja an Kyle Scotts neuen Buch Something Pure. Ich bin bei 11% zurzeit, also noch sehr am Anfang. Und jetzt gerade ist schon eine Art, ja, da steht am Klappentext eigentlich drauf, also kann ich es euch eigentlich auch sagen. Nein, ich deute es nur an. Es ist auf jeden Fall eine Art schlimmes Ereignis, ein Umschwung in der Geschichte, die eigentlich ganz nett und idyllisch beginnt, sagen wir mal so. Und genau da bin ich jetzt, bei diesem Bruch sozusagen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Beim Anfang, muss ich sagen, war das ein bisschen schon zu happy-peppy für mich, aber es ist wichtig für die Geschichte, denke ich. Und ja, es sind ja noch 11 knappe Stunden Hörzeit, also da wird noch einiges passieren. Was ich dann nicht so mag, ist die Sprecherin. Klingt voll gemein, wenn ich das sage, aber die Sprecherin hat halt einfach so einen Ton drauf, so leicht, wie sage ich das, ich will ja niemanden beleidigen oder so, aber so einen leichten, arroganten Ton in der Stimme. Und die, von der habe ich schon einmal ein Hörbuch gehört, nämlich. Und ja, das stört mich beim Hören so ein bisschen, aber ich will die Geschichte auf jeden Fall weiter hören, also ziehe ich das durch. Und die Sprecherin hat auch schon andere Bücher von Kelly Scott gesprochen, deswegen weiß ich nicht, ob ich die dann hören will. Aber eigentlich hätte ich Bock drauf. Naja, mal sehen. Ich werde auf jeden Fall an diesem Buch hoffentlich dranbleiben, weil The Loop habe ich ja momentan abgebrochen. Es ist über der Hälfte. Ich würde es gern zu Ende hören, dass ich es auch bewerten kann und so weiter, aber meine Gedanken sind dauernd, wirklich dauernd abgedriftet und das bringt dann einfach nichts. Wenn ich von dem Hörbuch gar nichts mitbekomme, dann weiß ich auch nicht, worum es da im Endeffekt ging, außer halt die groben Eckpfeiler, und ich kann es auch nicht fair bewerten und fair darüber sprechen im Lesemonat und so weiter. Deswegen, ja, ich habe es jetzt mal zur Seite geschoben, höre jetzt Something Pure. Das ist New Adult, das sollten meine Gedanken nicht so leicht dauernd wegdriften. Bis jetzt geht es auch wirklich gut zu hören, trotz der Sprecherin. Und vielleicht werde ich es danach noch probieren, mit der Loop weiterzumachen. Ich denke schon, aber sollte ich dann wieder mit den Gedanken immer wegdriften, dann wird es leider abgebrochen. Ob ich es dann jemals lese, keine Ahnung. Leute, das weiß ich echt nicht. Das weiß ich echt nicht. Aber ja, das sehen wir dann in naher Zukunft. Ja, ich will jetzt gar nicht so viel für den Vlog aufnehmen. Ich muss jetzt noch die Videos vom Vlog, was drauf sind, auf der Kamera, auf dem PC spielen, dass die Karte leer ist, Akku austauschen und dann mir alles zusammenschreiben und dann geht's los fürs Video drehen. Achso, und vorher muss ich mich noch schminken. Ja. Also zuerst Make-up und dann Videos auf dem PC und dann anfangen, Videos zu drehen. Ich werde mich danach dann, wenn ich mit allem fertig bin, also wenn ich zumindest mit dem ganzen Drehen fertig bin, bei euch melden, wie viel Uhr es dann schon ist. Es ist jetzt 9:30, das heißt, ich werde auf jeden Fall bis frühen Nachmittag beschäftigt damit sein, weil, ja, ich habe eben heute ein bisschen länger geschlafen, weil die Nacht so hoch war. Und ja, ich hätte eigentlich länger geschlafen sogar, weil ich so müde bin. Nach wie vor, aber der Hund musste raus und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich wollte heute Videos drehen, da will ich nicht den halben Tag verschlafen, weil das Videos drehen nimmt eh sehr viel Zeit in Anspruch. Und ja, hier bin ich. Also ja, ich werde mich dann entweder vor dem Drehen nochmal kurz melden, aber ich glaube erst danach. Hallo Leute, ich bin jetzt schon super hungrig, ich habe 4 Videos gedreht, es hat mega lang gedauert. Es ist jetzt schon kurz vor 2. Ich habe jetzt auch noch meinen Instagram-Post gemacht und so weiter. Auf jeden Fall wollte ich jetzt noch Videos schneiden und hochladen. Also der Lesemonat soll heute kommen. Ich gehe aber jetzt erstmal kochen. Heute gibt es Nudeln mit Pesto, also eh was total Einfaches und Schnelles. Das mache ich jetzt und dann gibt erstmal Mittagessen verspätet und danach werde ich den Lesemonat schneiden und hochladen. Und am Abend dann muss ich noch
ein paar Sequenzen drehen für einen Sketch, der am Anfang von meinem Neuerscheinungsvideo kommt. Das werde ich heute am Abend aber drehen, dafür muss ich nämlich ungeschminkt sein, das mache ich dann abends und werde das dann morgen schneiden und morgen kommen dann die Neuerscheinungen hoch. Also heute Lesemonat, morgen Neuerscheinungen und das war es dann heute für Videos drehen, denn ich habe jetzt den halben Tag, über einen halben Tag dafür wieder gebraucht. Und ja, das Schneiden und Hochladen wird dann auch noch dauern. Ich wette, ich bin erst gegen 4-5 mit allem fertig. Und ja, ganz egal, heute ist Samstag, heute ist Feiertag und ich habe morgen ja auch frei zum Glück. Deswegen bin ich froh, dass ich heute gleich diese 4 Videos gedreht habe. Ich habe gedreht den Lesemonat, die Neuzugänge, Neuerscheinungen und das Want to Read, also die wichtigsten Videos des Monats, alle jetzt auf einmal. Mein Hals ist wund. Ich freue mich jetzt aufs Kochen und Essen und dann eben auf Schneiden und Hochladen und werde euch dann, nachdem ich mit allem fertig bin, sowieso nochmal berichten, wie viel Uhr es ist, wie lange ich noch gebraucht habe für Schneiden vom Lesemonat. Ich hoffe, der braucht nicht allzu lang und ja, würde sagen, ich melde mich dann später wieder. Leute, es ist jetzt 18.16 Uhr und ich bin jetzt fertig mit Schneiden, Rendern und Hochladen von meinem Video. Das ist das Lesemonat-Video für den April. Und ja, ich habe heute noch nichts gelesen. Ich war den ganzen Tag beschäftigt mit Videos drehen und Videos schneiden und hochladen. Und am Abend drehe ich ja dann auch noch kleine Sketche. Das mache ich aber dann, wie gesagt, erst nach Abschminken und Umziehen, weil ich dafür ein anderer Charakter sein muss, um den Sketch zu witzig zu drehen. Und ja, das mache ich dann nachher. Wie gesagt, es ist jetzt 18.17 Uhr und mein Hund nervt jetzt schon rum, obwohl wir eigentlich gegen 7 erst rausgehen. Deswegen werde ich jetzt mit ihr eine Runde gehen und nachher dann halt nochmal kurz, weil sonst muss sie wieder so früh raus morgen. Jeder, der selber einen Hund hat, kennt das Problem. Und danach werde ich dann endlich ein bisschen lesen. Ich hoffe, ich komme ein bisschen jetzt zum Lesen. Ich wollte heute das Lied der Nacht beenden. Mal schauen, ob ich es schaffe. Es sind noch circa 100 Seiten. Sollte also eigentlich zu schaffen sein, aber ja, mal sehen. Aber erstmal jetzt eine Hunderunde raus. So Leute, es ist jetzt 20.15 Uhr. Ich habe heute noch keine Seite gelesen. Die Videoschnipsel, die ich noch brauche, werde ich morgen dann drehen, weil guten Licht, ich werde heute nicht mehr drehen. Ich werde mich jetzt abschminken und runtergehen und nur noch lesen. Ich habe jetzt auch noch YouTube geschaut, Joko und Klaas, das neue Video ist so lustig, dieses Geheimsprachenvideo, das geilste bis jetzt ever, also total lustig. Und ja, habe vorher noch ein paar andere YouTube-Videos von Booktubern geschaut und so weiter und ja, jetzt habe ich mir gedacht, okay, es kann nicht so weitergehen, ich drehe jetzt den PC hier oben ab, schminke mich ab, ziehe mich um und gehe runter und werde dann lesen. Ich habe aber überhaupt keinen Bock auf Fantasy heute, weil ich bin irgendwie auch müde und groggy, wahrscheinlich von dem ganzen Tag Videos drehen und schneiden. Deswegen werde ich ein New Adult Buch anfangen. Ich weiß noch nicht genau welches, ich zeige euch dann gleich, welches ich mir dann spontan schnappe. Und ja, ich habe einfach Lust auf ein New Adult Buch und dadurch, dass ich jetzt sowieso den Druck des Lesemonats Aprils nicht mehr habe, es ist ja sowieso, ich habe das Lied der Nacht nicht geschafft, deswegen werde ich das Buch dann morgen lesen und beenden. Also das wäre der Plan, dass ich es morgen zu Ende lese und heute erstmal in einem New Adult Buch lese. Von der Logik her müsste es Don't Leave Me sein, aber darauf habe ich auch keinen Bock gerade. Es ist echt schlimm mit mir gerade. Also ja, wird es wahrscheinlich ein anderes werden. Wie gesagt, ich habe die Want to Read Bücher, das Video habe ich auch vorab gedreht, schon alle unten und werde mir eines von den New Adult Büchern davon aussuchen und anfangen. Und werde mich dann wahrscheinlich eh gleich wieder melden, wenn ich es anfange. So Leute, es wird später und später, ich habe noch immer nichts gelesen. Ich habe mich aber jetzt dazu entschieden, welches Buch ich jetzt beginne. Und zwar Back to Us von Morgan Mokombe und ich freue mich schon so sehr drauf. Das wird ein Highlight, ich habe zum Gefühl, ich will Bücher im Vorhinein ja nicht in den Himmel loben, aber ja, bei dem Schreibstil der Autorin und der Grundhandlung am Klappentext kann es nur toll werden. Ich glaube, es wird sehr tiefgründig werden und Herzschmerz versprechen. Und ja, ich werde mitleiden, aber ich werde mich auch mitfreuen mit den Protagonisten, denke ich mal. Und bin mal gespannt drauf, wie das Buch hier jetzt mal losstarten wird. Mal schauen, wie viel ich heute lese, weil mir fallen die Augen zu. Ich bin echt ziemlich leseunmotiviert heute und etwas müde jetzt schon. Aber ein bisschen lesen wollte ich zumindest. Zumindest versuchen. Und ich habe mir jetzt noch hier nebenbei ein paar Erdbeeren geholt. Die snacke ich nebenbei für etwas gesünderes Snacken als Schoko und Co. Mal sehen. Und ja, ich starte jetzt mal los.
So, ich habe jetzt mal den Prolog und die ersten beiden Kapitel des Buchs gelesen. Am Anfang ist eine Anmerkung der Autorin, dass sie dieses Buch K-Dramas gewidmet hat, also koreanischen Dramaserien, weil sie die über alles liebt und ich mag die auch sehr gerne, auch wenn sie übertrieben und überzogen sind, auch wenn sie voraussehbar sind, dass am Ende, egal was für Drama ist, das Paar dann natürlich zueinander findet, hat sie geschrieben, das liebt sie trotzdem daran und das Buch ist K-Dramas gewidmet und es ist auch ein bisschen so aufgebaut wie welche und sie hat geschrieben, es ist eine moderne Version des echten Lebens in K-Drama-Sequenzen. Also es ist auch so aufgebaut mit erster Akt, Folge 1 und so weiter. Echt witzig und ja, hat mich gleich angesprochen. Die ersten beiden Kapitel sind auch toll. Man liest abwechselnd aus der Sicht von beiden Protagonisten hier und beide sind wirklich sehr unterschiedlich und stehen zu ganz anderen Stellen in ihrem Leben, während die weibliche Protagonistin Fleur wirklich sehr angeschlagen ist, sehr viele Probleme hat, auch psychischer Natur und arbeitsmäßig. Sie findet keinen Job und wohnt in einer WG und ja, ist sehr erfolglos. Ist Aaron mitten im Leben, er ist Game Designer, er hat wirklich genug Geld, er konnte seinen Eltern ein Haus kaufen und den Vorruhestand finanzieren und ist wirklich einer der erfolgreichsten Game Designer und ja, aber generell habe ich noch nicht so viel von ihm erfahren. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und hier überzeugt mich gleich von Anfang an wieder dieser spezielle Schreibstil der Autorin. Sie schafft es nämlich, mitten aus dem Leben im Jetzt zu schreiben. Also wie man miteinander spricht und so weiter. Also wirklich ganz realistisch und modern. Aber gleichzeitig hat sie so einen poetischen Touch im Schreibstil und keine Ahnung, wie sie das schafft, beides miteinander zu verbinden, aber sie schafft es. Sie hat es in Bad at Love geschafft und hier am Anfang ist der gleiche wunderschöne Schreibstil und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe jetzt erst gelesen bis Seite 35, aber wollte das mit den K-Dramas unbedingt gleich drauf sprechen. Und es ist auch eine längere Playlist am Anfang, wo fast nur, soweit ich das gesehen habe, K-Pop-Sachen sind. Die werde ich mir auf jeden Fall morgen oder nachher oder so dann mal anhören, die einzelnen Tracks. Und bin schon gespannt, ob da was dabei ist, was ich vielleicht noch nicht kenne. Ja, ich wollte mich eh wieder mehr damit beschäftigen, mit K-Pop-Gruppen und neuen Gruppen. Und da kommt mir diese Liste, die ja wahrscheinlich mit moderneren, aktuelleren Liedern ist, ziemlich gelegen. Also die ist wirklich sehr lang, die geht sogar über die zweite Seite da hinten. Finde ich echt cool. Und ja, ich werde jetzt mal weiterlesen und bin echt gespannt, wie es weitergeht. Die Kapitel sind auch nicht allzu lang bisher, das mag ich immer in Büchern, wenn die relativ kurz sind und eben wegen den wechselnden Sichten sehr spannend, weil die Protagonisten wirklich sehr unterschiedliche sind auf den ersten Blick. Und das mag ich bei Liebesgeschichten eh, wenn die Protagonisten sehr unähnlich sind, zumindest auf den ersten Blick und dadurch dann viel Konfliktpotenzial einfach da sein kann. Und ja, die beiden kannten sich eben als Kinder, waren befreundet als Kinder und ich bin gespannt, was da alles in diesen 16 Jahren Funkstille passiert ist und warum überhaupt eine Funkstille da war. So Leute, ich bin jetzt bis Seite 62 gekommen. Ich würde gerne weiterlesen, es ist so toll. Der Einstieg, der Schreibstil, die Charaktere, einfach alles ist überzeugend hier von Anfang an. Aber mir brennen schon so extrem die Augen. Ich bin so müde. Es ist jetzt 23:30 und dadurch, dass ich gestern echt nicht anständig zum Schlafen kam, ja, merke ich richtig die Müdigkeit, die Konzentration geht weg. Wie gesagt, Augenweh, leichtes Kopfweh und deswegen werde ich es jetzt für heute mit dem Lesen gut sein lassen, weil ich will dieses Buch wirklich absolut genießen können und lieben können. Und das kann ich einfach in diesem müden Zustand mit Augenschmerzen nicht. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ja, es nervt mich jetzt. Ich hätte eigentlich gerne die 100 Seiten heute geknackt. Aber ja, 60 bzw. 62 sind es geworden. Da bin ich auch noch happy. Und morgen werde ich dann versuchen, wirklich mehr zu lesen. Ich will eigentlich das Buch weginhalieren, aber mal sehen, was morgen alles so ansteht. Ich möchte nämlich eigentlich morgen endlich mein Sketchbook-Cover bemalen, mein großes, damit ich mit dem endlich mal anfangen kann. Und das wird auch sehr viel Zeit beanspruchen. Und ich muss morgen auch mein Bookjournal am neuesten Stand bringen. Die Monats- und die Wochenseite muss ich definitiv morgen machen. Das ist überfällig. Und ich muss 2 Buchbewertungsseiten machen. Also ja, da
Da muss ich dann morgen noch die Sachen dafür ausdrucken und. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt noch kurz in Netflix rumzippen und schauen, was es so Neues gibt. Aber anschauen werde ich mir nichts mehr und dann werde ich schlafen gehen. Also ja, gute Nacht, bis morgen. Hallo Leute, ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet, heute ist der Sonntag, es ist jetzt schon, jetzt ist es 16 Uhr und die Zusammenfassung meines bisherigen Tages. Um 7:30 hat mich der Hund geweckt, weil sie raus musste, danach habe ich schnell gefrühstückt, dann gegen 8 habe ich meinen Sketch gedreht für den Anfang des Neuerscheinungsvideos. Alles zusammen, also mit Drehen, Schneiden, Voice-Over, hat alleine das Sketch über 1,5 Stunden gedauert zu machen und er wurde 1,5 Minuten lang. Das ist ein Wahnsinn, was das für Zeit frisst, aber es macht auch Spaß, aber es frisst extrem Zeit. Dann habe ich das komplette Neuerscheinungsvideo geschnitten. Das dauert auch immer am längsten, weil das Video ist generell sehr lang und ich muss die ganzen Buchcover einblenden, die ganzen Sachen parallel raussuchen, weil ich schreibe ja immer die Erscheinungsdaten, die Kosten und den Verlag dazu, damit ihr dann einen Überblick im Video habt. Das finde ich macht viel Sinn, aber halt viel Arbeit und es dauert dadurch alles viel länger. Naja, auf jeden Fall bis gegen 12 Uhr oder nach 12 war ich endlich fertig mit dem Schneiden des gesamten Videos. Es wurde auch wieder eine Stunde lang. Dann gekocht, das habe ich euch sicher schon eingeblendet. Und ja, nach dem Kochen das Video auch noch hochladen. Dann die ganzen Verlinkungen machen für die Bücher. Und ja, jetzt habe ich noch ein bisschen YouTube geschaut und jetzt habe ich mir gedacht, okay, es reicht jetzt. Kein Video schneiden mehr, nichts mit den Videos heute mehr, weil das ganze Wochenende ging für die Videos drauf. Vor allem gestern, aber auch heute. Und ja, ich werde jetzt noch eine Kleinigkeit essen und dann lesen. Ich möchte heute das Lied der Nacht beenden. Ich habe zwar mehr Bock auf Back to Us weiterlesen, aber ich will zuerst dieses Buch lesen, damit ich das nicht weiter in den Monat jetzt mitziehe. Und deswegen, ja, werde ich diese 100 Seiten, was es noch sind, das sind ca. 100 Seiten. Ja, ich bin auf Seite 264 und das hat, glaube ich, ca. 380 Seiten. Also ein bisschen was über 100 Seiten, die will ich lesen. Und danach dann in Back to Us lesen. Weil das Buch habe ich ja gestern begonnen. Ich bin ja noch nicht weit. Da bin ich auf Seite 62. Und ja, der Anfang ist schon mega stark. Der Schreibstil ist genial, poetisch und sehr schön. Aber trotzdem nicht hochgestochen. Ganz speziell. Und ja, also wie gesagt, zuerst das. Und wenn ich das beendet habe, werde ich euch dann noch drauf sprechen und dann geht es mit Back to Us weiter. So, ich bin jetzt mit dem Buch fertig. Gefühlt würde ich 3 Sterne geben, mehr nicht. Der Schreibstil ist total speziell, episch. Es wirkt wie eine, wie wenn man einen Film schauen würde mit sehr vielen Szenenwechseln und Musikuntermalung. Oder ein Theaterstück oder sowas. Wirklich interessant. Sowas habe ich noch nie gelesen. Warum nur 3 Sterne? Weil generell die Handlung nichts Neues ist und die Handlung für knappen 400 Seiten viel zu wenig ist. Es ist vor allem wegen dem Schreibstil teilweise, glaube ich, auch, aber generell relativ in die Länge gezogen. Und hier war eine Vergewaltigung drinnen, nebenbei, und tat nicht wirklich was zur Handlung. Und es waren immer wieder einzelne ganz komische sexuelle Sequenzen, die auch überhaupt nichts zur Handlung beigetragen haben. Also, das war wirklich so eine halbe Seite und dann war das wieder weg. Und ich habe mir so, okay, gut, schön und gut, aber was soll mir das jetzt sagen? Und ein paar andere Szenen auch. Ja, es war halt ziemlich viel Seltsames auch drin. Werde ich weiterlesen? Ich weiß es ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die erscheinen ja eigentlich relativ zügig alle. Der zweite erscheint im Juli und der dritte dann im November. Aber ja, da werde ich dann wahrscheinlich erstmal Rezensionen von Band 2 anschauen, ob sich das lohnt, weiterzulesen.
Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Wie gesagt, der Schreibstil an sich ist sehr speziell, das muss man mögen. Am Anfang hatte ich meine Probleme damit, aber ich kam dann schnell rein und fand es dann sehr interessant, weil es mal wirklich was anderes war. Aber eben die Handlung auf 400 Seiten hier war einfach zu wenig Handlung. Das könnte ich jetzt in 5 Sätzen erzählen, worum es hier ging, ohne dass ich was Wichtiges weglassen würde. Die Charaktere waren ganz nett, was die alle so können, war eine ganz coole Idee. Die böse Bedrohung hier ist auch ganz interessant, zwar auch nicht wirklich Neues, aber trotzdem nicht schlecht. Aber ja, ich bin jetzt froh, dass ich es beendet habe. Und dann kann ich den Rest des Abends dann in Back to Us weiterlesen. Und da freue ich mich schon so extrem drauf, weil gestern habe ich sie nur angelesen. Und es war schon so genial, der Schreibstil einfach und generell die Charaktere. Und ja, ich freue mich da richtig drauf. Und das wird dann meine Abendlektüre nachher werden. Dramas und es ist halt auch dieser überzogene Humor. Der kommt da gerade so richtig raus. Ich kann nicht weiterlesen. Mein Freund schaut mich an, als ob ich deppert wäre. Weil ich so lustig finde. Oh mein Gott, die Szene. Ich müsste das Buch lesen. Die Szene auf Seite 93, 94. Oh mein Gott. Das ist ein Wahnsinn. Mir kommen schon die Tränen vom Lachen. Na, das ist so. Es wird sicher noch schlimmer jetzt. Ich bin mitten in der lustigen Szene. So, wir müssen leider schlafen gehen. Ja, wir müssen schlafen, weil man nämlich auf Freude morgen arbeiten muss. Ich muss ja selber morgen arbeiten. Ich bin gekommen bis Seite 105 und ich liebe es. Es ist so lustig und ich habe keine Ahnung, wie es die Autoren schaffen, viel das zu toppen jetzt noch. Also für mich ist das schon untoppbar, aber ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und ich kann es nicht erwarten, morgen weiterzulesen. Also das wird in einem Stück gelesen, da lese ich jetzt die anderen Bücher nicht parallel. Ich will das unbedingt wissen, wie es weitergeht und sie hat es wirklich geschafft, bisher zumindest. Genau das, was sie am Anfang ja selber reingeschrieben hat, als Hommage an K-Dramas. Sie hat es perfekt so geschrieben wie ein K-Drama. Und manche der Protagonisten hier schauen gerne selber K-Dramas. Und ja, es ist super lustig, überzogener Humor. Und ich mag's, weil sie das richtig realistisch schreibt und darstellt, dass man sich das richtig gut vorstellen kann. Und ja, es ist einfach nur super, wie gesagt, die Autorin hat mich mit Bad at Love so überzeugt und hier tut sie es wieder. Hallo ihr Lieben, heute ist schon der Montag und es ist jetzt auch schon 16:30 Uhr. Das heißt, für diesen Weekly Reading Vlog ist es jetzt mal wieder zu Ende. Ich danke euch wie immer so sehr fürs Zusehen. Gerade bei den Weekly Reading Vlogs schauen ja nicht so viele Leute zu, was ich auch verstehen kann, weil ja, Vlogs sind halt sowas, da schaut man eher von Leuten, die man schon kennt, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall danke ich jedem von euch wirklich sehr, dass ihr mal wieder reingeschaut habt, zugeschaut habt. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!